Tagesordnungspunkt 2, das ist der Wahlvorschlag der Fraktion der SPD, Nachwahl eines Mitglieds des Verwaltungsausschusses beim Staatstheater Kassel, 206296. Nach dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel wählt der Hessische Landtag für die Dauer von einer Wahlperiode drei Mitglieder und drei stellvertretende Mitglieder für den Verwaltungsausschuss beim Staatstheater. Durch das Ausscheiden von dem Kollegen Decker ist eine neue Nachwahl notwendig. Hier mit der Drucksache 206296 liegt ein Wahlvorschlag der SPD vor. Mit diesem Wahlvorschlag wird die Kollegin und Abgeordnete Esther Kalveram vorgeschlagen. Ich darf fragen, ob es weitere Vorschläge gibt. Ich darf fragen, ob wir offen abstimmen können oder ob wir geheim abstimmen müssen. Wir können also offensichtlich offen abstimmen. Dann darf ich Sie fragen, wer für den Wahlvorschlag ist. Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD, die Freien Demokraten, CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD und DIE LINKE und Herr Kahn. Auch enthält sich jemand der Stimme? Ist jemand dagegen? Damit haben wir Frau Kollegin Kalveram einstimmig gewählt. Ich darf Ihnen gratulieren und kluge danken jetzt schon für kluge Entscheidungen im Sinne der wunderbaren Kulturstadt Kassel.